Liebe VfL-Fans, liebe Mannschaftskollegen, danke für ein tolles Jahr, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen und ja, vielen Dank für ein tolles Jahr. Was hat Istad, was Lübeck nicht hat? Meine Familie und meine besten Freunde. Da war mir schon die ganze Zeit klar, dass ich irgendwann wieder zurück nach Schweden ziehe. Das ist ja meine Heimat. Ich bin da groß geworden, habe meine Familie, meine ganzen Freunde. Ich weiß auch, bisschen neben Handball für die Zukunft, entweder Studium anfangen oder eine Ausbildung oder so. Darauf freue ich mich auch. Ich möchte weiter auf einem hohen Niveau Handball spielen, mich weiter als Handballspieler entwickeln. Und wäre cool jetzt, wenn wir die Möglichkeiten hätten, um den schwedischen Titel zu spielen. Ich finde, dieses Jahr haben wir eine sehr, sehr gute und starke Freundschaft entwickelt. Er hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit Karl zusammen zu spielen und ihn kennenzulernen. Und natürlich die ganzen anderen Jungs auch. Ich kann mich mit jedem gut verstehen. Ich finde alle in der Mannschaft super. Also ich habe mit den Jungs wirklich mega Spaß gemacht. Was wirst du an Lübeck vermissen? Die Jungs, die Mannschaft natürlich. Ich habe mit denen, auch wenn es eine komische Saison war jetzt mit Corona und so, aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt beim Training und so, finde ich. Die werde ich auf jeden Fall vermissen. Die Mannschaft und die Stadt, würde ich sagen.